Unsere Reise im Orion ist noch lange nicht beendet. Weil die hat ja erst vor 2 Videos angefangen. Aber wir müssen ja damit auch weitermachen. Nachdem wir schon die 2 Schultersterne kennengelernt haben, wenden wir uns heute zu den hellsten Sternen im Sternbild Orion an. Es ist ein blauer. Wir haben viele blaue Sterne im Sternbild Orion, aber das ist ein ganz besonderer und das ist der Stern Rigel. Rigel ist ein blauer Riese, was 20 Sonnenmassen aufweist. Jedoch befindet sich dieser Stern schon am Ende seines Lebens, sodass er sich bereits im Übergang von blauen Riesen und roten Überriesen befindet. Aber möglicherweise wird der Stern diesen Zustand nicht mal ganz erreichen, weil es sowieso schon kurz vor der Supernova schon steht. Der Stern ist etwa 10 Millionen Jahre alt, viel, viel jünger als die Sonne und steht schon am Ende seines Lebens. Warum ist das so? Wenn ein Stern 20 Sonnenmassen hat, verbraucht der Stern seinen Wasserstoffvorrat viel, viel schneller als ein massenarmer Stern. Die Leuchtkraft wächst da überproportional mit der Masse. Je höher die Masse, desto höher ist die Leuchtkraft, je höher ist die Kerntemperatur und desto höher ist auch die Kernfusionsrate und desto schneller wird der Wasserstoff im Kern verbraucht. Wobei ein massereicher Stern mehr Wasserstoff zur Verfügung hat, aber trotzdem Fusionsraten viel, viel schneller und daher wird auch der Wasserstoff viel, viel schneller aufgebraucht. Der Stern ist über 60 mal so groß wie die Sonne. Hier sieht man auch einen Größenvergleich zwischen Rigel und Sonne. Hat auch über 50.000 Sonnenleuchtkräfte. Jedoch ist Rigel aber nicht ein Einzelstern, es hat noch 2 andere Komponenten. Noch ein blauer Stern, der Spektralklasse B und noch ein anderer. Nur auf die man jetzt nicht unbedingt eingehen, weil da nicht allzu viel Information drüber steht. Und das Sternbild Eridanus ist ein Nachbarsternbild des Orions. Und da befindet sich ein Reflexionsnebel mit dem Namen Hexenkopfnebel, was durch den Stern Rigel beleuchtet wird, weil Reflexionsnebel reflektieren ja das Licht und die leuchten ja nicht selbst, weil sie zu kühl sind. Und auch durch diese niedrige Temperatur wird er nicht selbst leuchten. Und daher müssen ja von anderen Objekten beleuchtet werden und bei dem Hexenkopfnebel ist es der Stern Rigel. Der Hexenkopfnebel ist etwa 1000 Lichtjahre von der Sonne entfernt. Man wird durch den Stern Rigel zum Leuchten angeregt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis später.